Hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar wird es heute mal ein Fashion Haul. Ich war etwas shoppen und zwar bei Zara, Mango und Orsay und ich würde euch sehr gerne die Teile zeigen, weil es sind echt super tolle Sachen dabei. Ich habe ein paar Basic-Teile dabei, aber die kann man ja trotzdem immer zeigen und auch ein paar Sachen, die jetzt nicht Basic sind und ich lege jetzt direkt mit Zara los. Das erste Teil von Zara ist hier dieses Wasserfalltop, wenn ihr das sehen könnt. Und hinten ist es so zum Knöpfen. Der Knopf ist jetzt zwar auf, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Und ich zeige euch das gleich nochmal. Also ich blende euch alles ein. Das wird nämlich auch ein Try-on-Haul. So schaut es aus. Nur mal so für euch. Also ich bin 1,55 groß und trage meistens XS. Also dass ihr euch das dann vorstellen könnt und vielleicht auch dann besser bei euch vorstellen könnt. Das Top ist jetzt auch ein XS und hat gekostet 17,95 €. Und es hat einen echt angenehmen Stoff, also es ist so eine Art Chiffonstoff, ist sehr angenehm auf der Haut und sitzt super. Das Top macht echt was her und es sieht einfach nicht wie so ein Basic, also es ist kein Basic, es ist schon ein besonderes Top und ich finde, das kann man auch mal an besonderen Anlässen tragen. Es sieht wirklich sehr schick aus. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Zara, das ist diese Jeans. Es ist auch wieder eine Skinny Jeans und die hat halt hier solche Löcher komplett über das ganze Bein verteilt. In der Mitte ist die Waschung heller und außen ist es etwas dunkler, wie ihr ja wahrscheinlich auch sehen könnt. So schaut die Hose von hinten aus. Die hat jetzt 30 € gekostet. Ich verlinke euch auch alle Teile unten in der Infobox, damit ihr sie ganz schnell finden könnt. Jetzt kommen wir auch schon zum Mango. Dort habe ich mir Hosen mitgenommen. Und zwar einmal diese hier, das ist auch wieder so eine Skinny Jeans in Weiß. Und die hat solche dunkleren Nähte, also minimal dunkler als das Weiß selbst. So schaut sie aus und hinten so. Und sie hat hier zum Beispiel so ein kleines Emblem und goldene Details an der ganzen Hose. Die Hose war jetzt leider nicht ganz so günstig. Die hat, glaube ich, so 39 € gekostet. Ich müsste da jetzt auch selbst nochmal gucken. Hier sind jetzt leider keine Preise drauf, deswegen verlinke ich euch nochmal alles. Da habe ich jetzt wie gesagt die Größe 34 und die Jeans nennt sich Olivia Skinny Jeans. Trägt sich wirklich total toll und sieht wirklich sehr schön getragen aus. Momentan finde ich weiße Hosen ganz toll und trage sie sehr gerne. Deswegen habe ich mir nochmal eine weiße Jeans mitgenommen. Auch wieder eine Skinny Jeans. Die hat jetzt auch wieder goldene Details, aber sieht etwas anders aus und hat einen viel weicheren Stoff als die andere, die ich euch eben gezeigt habe. Also sie ist super bequem zu tragen und passt sich auch wirklich perfekt an euren Körper an, meiner Meinung nach. Selbst nach dem Waschen ist die Jeans noch super. Ich habe die nämlich schon einmal und habe sie mir jetzt nochmal gekauft, weil ich die so toll finde. Das ist jetzt die Elektra Skinny Jeans und die habe ich auch wieder in Größe 34. Jetzt kommen wir auch schon zu den letzten zwei Teilen von diesem Haul. Und zwar geht es jetzt weiter mit Orsay. Da habe ich mir einmal dieses Basic-Oberteil mitgenommen. Hinten ist es etwas länger als vorne, wenn ihr das sehen könnt. Und es hat halt einfach so Streifen drauf in weiß und schwarz. Ich finde solche Oberteile immer schön und die passen echt super auf eine Skinny Jeans, auf eine weiße Jeans. Also die könnt ihr echt total gut kombinieren mit dunklen Schuhen oder Stiefeletten. Sieht echt total schön aus. Da habe ich jetzt die Größe XS und der hat 9,99 € gekostet. Dann habe ich jetzt noch einen super Tipp an alle Mädels, die etwas kleiner sind. Ponchos, die es gibt, öfter mal zu lang sind. Und das ist dann echt blöd, weil wir können das nicht so gut tragen. Oder besser gesagt, ich empfinde das bei mir selbst so. Ich trage nicht so gerne so lange Ponchos. Und ich habe da ein super Teil gefunden bei Orsay. Der schaut so aus. Vorne ist er etwas kürzer und hinten länger und hat solche Bommel dran. Der Stoff ist wirklich total weich und ganz angenehm. Fühlt sich super auf der Haut an und der hält auch wirklich warm. Ich kann euch den nur empfehlen. Den habe ich wieder in Größe XS genommen. Der Poncho hat jetzt 20 € gekostet, aber er ist wirklich jeden Cent wert. Ich bin total begeistert davon. So Leute, das war's jetzt mit meinem Haul. Ich hoffe natürlich, dass euch die Sachen genauso gut gefallen haben wie mir. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr an dem Haul toll fandet oder welches Teil euch besonders gut gefallen hat.
Das wird jetzt mein letztes Video vor Weihnachten werden. Deswegen wünsche ich euch vorab ganz tolle Weihnachten. Habt eine schöne Zeit mit euren Familien. Wir sehen uns nach Weihnachten wieder, weil da habe ich natürlich einen Silvester-Look für euch. Und ja, bis dahin, passt gut auf euch auf und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!